Es geht weiter im Hexenkessel von Grimmel. Der nächste Start ist freigegeben. Und Racing Team Eckart übernimmt hier noch einmal in die Führung. Die Beutelforster Füchse auf der Zug. Racing Team Eckart ist vorne. Sie führen das Feld an auf Position 1. Unterwegs die Volteforster Büchse auf Platz 2, die Running Potatoes auf Platz 3, HDS auf der vierten Position, der Wagen von den Running Bulls, die 882. Jennifer steht auf dem Erdball, kann sich nicht mehr befreien mit dem Gefährt. Racing Team Eckart ist nur noch vorne auf Position 1, der steht dort direkt am Kurvenausgang. Der Wagen von den Running Bulls. Die Fahrerin kommt herausgeklettert, die Volteforster Büchse immer noch auf den zweiten Platz. 152 Running Potatoes auf Platz 3 mit dabei. Die 954 auf den vierten Platz. Und FKT Racing auf 5, die Newports auf Platz 6. Der führende Racing Team Eckart, der kommt jetzt da schon aus der Kurve raus, zieht die schwarz-weiß karierte Flagge. Racing Team Eckart gewinnt den Lauf. Der zweite Platz geht an die Volteforster Büchse. Auf 3, die Running Potatoes abgewunken. 4 und 5 wird auch noch vergeben. FKT Racing und HDS auf dem letzten 4 und 5. Der sechste Platz dann noch einmal für die Duke Boys hier in der 60 PS-Klasse. Die 80 PS-Klasse macht sich startbereit. Da haben wir Martin Koch von den Vorländern mit der 889 mit von der Partie. Die Rowdies mit Robby mit der 452. Martin Meyer vom P&E Racing Team, die 833. Richard von den Running Bulls mit Startnummer 438. Robby